Willkommen, liebe Leute, zu Brutato. Brutato. Auf Conan zu verzichten, ja doch. Ich muss, sonst kann ich meinen YouTube-Kanal, meinen Hauptkanal ein bisschen vergessen, du. So. Unter anderem kommt dieses schöne Video auch dann auf meinen YouTube-Kanal. Und ich glaube, von Brutato werden mehrere Videos kommen, weil ich habe eine Conan-Sucht. Ich muss aber sagen, ich habe eine Brutato-Sucht. Wenn ich jetzt hier reingehe, muss ich aber auch sagen, das sieht nicht so aus, als hätte ich irgendwas hier schon mal gemacht. Ich habe schon mal ein, zwei Mal in Brutato reingeguckt. Ich habe zwei, drei Runs hinter mir. Und ich schaffe keinen einzigen, also ich habe noch keinen einzigen Run auf leichtester Schwierigkeitsstufe geschafft. Ich kann ja mal, also ich habe zuletzt den Raufbold genommen. Der Raufbold ist halt, also es gibt Brusted Brutato. Man hat halt viele verschiedene Brutatos und man kann auf, ich glaube, bis zu 5 verschiedenen Schwierigkeitsgraden einen Run durchmachen. Run besteht meines Erachtens nach, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aus 20 Wellen. Und ja, die ganzen Potatoes sind in sich einzigartig. Und mit allen musst du komplett anders spielen. Und das macht halt mega, mega viel Suchtfaktor aus. So. Ist ja auch ein Roguelike. So. Genau. Ich würde mal sagen, ich nehme jetzt nochmal den Raufbold-Dude und ich starte da jetzt nochmal rein. Der Raufbold-Dude, der hat halt 50% Angriffstempo mit der Waffenklasse Waffen los. Es sind keine guten Waffen, aber tatsächlich mit dieser Klasse sind das richtig gute Waffen, weil die einfach 50% schneller zuschlagen, was die anderen Potato-Männer nicht können. Zudem hast du von Anfang an 15% mehr Ausweichen, dafür weniger Fernkampf, was du ja nicht brauchst, wenn du nur auf Faustwaffen gehst. Und Reichweite ist auch reduziert. Deswegen, die Waffe, für die interessiere ich mich mehr, die macht halt mehr Schaden. Die andere hat Rückstoß. Ich finde, Rückstoß ist für den ein bisschen hinderlich, weil du drückst einfach weg von dir und kann gut sein, weiß ich nicht. Ja, ich habe hier noch nichts freigeschaltet. Ja. Und dann geht's auch schon los. Du musst so an sich nichts machen. Du musst dich eigentlich nur ums Ausweichen kümmern. Wobei ich sagen muss, bei dem Bild, ganz ehrlich, da gehst du eher in die Gegner rein. Du probierst halt. Wir haben jetzt oben in der Mitte die Rundenzeit, die wir haben. Wenn die um ist, haben wir eine Runde überstanden. Die wird halt von Level zu Level immer krasser. So. Jetzt haben wir erstmal dank einem Levelaufstieg, können wir uns jetzt hier eine Verbesserung auswählen. Elementarschaden haben wir theoretisch keinen. Es gibt Nahkampfwaffen, die Elementarschaden machen. Gehe ich jetzt mal nicht drauf. Technik brauchen wir nicht. Schaden können wir machen zum Beispiel oder ausweichen. Hier haben wir zum Beispiel aktuell 18 Ausweichen, Maximum 60. Würde ich gerne probieren auf 60 zu kriegen. Und den Schaden müssen wir hochkriegen. Schaden, Nahkampfschaden, sowas müssen wir halt hochkriegen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie wir... Ich glaube, Rüstung ist wichtig. Weil man kommt an einen Punkt, wo du sehr viel Schaden kassierst. Dadurch, dass wir zwar ausweichen, auf ein krasses Niveau bringen und eigentlich von normalen Gegnern gar nicht mehr getroffen werden. Ich mache jetzt erstmal Schaden hoch. Wir brauchen im Early Game Schaden. Faust. Sehr gut. Ich probiere bloß auf diese Waffe zu gehen. Komplett nur auf Faust. Es gibt noch andere Fäuste. Ich probiere aber nur mal auf die zu gehen. Weil ich glaube, das ist auch einfacher später mit kombinieren. So, jetzt haben wir hier... normale Items, die landen hier. Jetzt können wir hier gucken. 2 Lebenspunkte, 1 Regeneration, aber minus eine, naja, das ist nicht gut. Lebenspunktverbrauch, wenn wir Wiederherstellungsgegenstände benutzen, ist nicht so cool. Das ist geil. Minus Angriffstempo kriegen wir noch genug, aber ich denke mal, Max Leben und Nahkampfschaden ist gerade im Early Game geil, weil, wie gesagt, wir müssen auf Schaden gehen. So, jetzt haben wir hier direkt noch was. Oh, Fäuste, die nehme ich direkt noch mit. Und das würde ich mir gerne... Das würde ich mir gerne noch wegsafen. Das sieht gut aus. Du kannst nämlich jetzt hier sperren. Dann ist das für den nächsten Roll, beziehungsweise für die nächste Runde gelockt. So. Jetzt haben wir schon 4 Fäuste. Hey, es bockt so ungemein. Und die Mucke ist geil. Ja, zwischendurch. Jetzt an dem grünen Kreuz sieht man immer, dass Bäume spawnen. Bäume droppen eigentlich zu... Ja, 75% ist jetzt erfunden. Oh, da kommt der nächste. Oh, kommen auch viele. Heilung oder zu 25%, wie jetzt gerade gesehen, eine Kiste. Das hier ist jetzt das gefundene Item aus der Kiste. Mega cool. Moin Bora, ich grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Was ist das denn? Das ist Brutato und Roguelike Game, was mega süchtig macht. Du kannst 20, 30 Potatoes freischalten.
mit denen du immer diese Runs machen kannst. Wir gucken jetzt mal. Oh, das nehmen wir definitiv, weil brauchst du tatsächlich mit dem Nahkämpfer theoretisch nicht, weil der macht so viel Damage, du gehst über den Baum drüber. Aber guck mal, wenn wir das jetzt verwerten, kriegen wir 5, das ist nichts. Wir nehmen das, das heißt, Bäume sind One-Hit weg. Brauchen wir alles nicht, Reichweite auch nicht, Max Leben nehmen wir für den Level-Up. Jetzt haben wir hier Nahkampfschaden, das Item, was wir uns gesichert haben. Das würde ich mir jetzt... Ich würde es nehmen. Also wenn wir hier drüber gehen, sehen wir auch, die Fäuste machen aktuell 11 Schaden. Wir können die noch kombinieren, verbessern. Dachte, spielen, was? Global Agenda? Global Agenda? Gibt's das wieder? So, zack. Haben die es wieder... Oh, wir haben die Faust direkt in Blau. Die werden wir uns definitiv... Es gibt wieder Global Agenda? Okay, gut. Gehört jetzt hier nicht her. Muss ich mich informieren. So, ich sperre mir die, weil ich mir die nicht leisten kann. Und die graue, die kaufe ich mir direkt. Mega gut. Ich mache nochmal einen Roll. Oh, die sperre ich mir direkt auf für die nächste Runde. Das ist geil. Also, so viel Luck hatte ich bis jetzt noch nie. Ich glaube, ich habe Stream-Bonus. Ich glaube, ich habe Stream-Bonus. Oh, ganz ehrlich, wenn Global Agenda wieder existiert, das zeige ich Kali, das ist auch 100 Pro was für sie. Dann müssen wir das suchten. Dann ist mein Leben vorbei als Streamer. Der macht doch Scherze. So. Okay, gut. Bro-Tato. Welle 30. Wie gesagt, ich glaube, bis 20 musst du kommen, dann schaltest du die nächste Stufe frei. Es gibt 5 Stufen und ich schaffe nicht mal die erste. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, Rüstung ist der Point of Casus Knactus. Ich glaube, ich muss auch auf Rüstung gehen. Der Rest bringt mir sowieso nichts, deswegen gehe ich auf Rüstung. Jetzt haben wir fürs Level, Levelausstieg. Angriffstempo, sehr wichtig. Lebenspunkte-Regeneration finde ich auch. Aber dadurch, dass das ein blaues Item ist, mit plus 10% mache ich das auch direkt. Jetzt haben wir schon mal insane 7% schneller angreifen. Jetzt können wir hier direkt die gespeicherten Fäuste uns holen. Wenn man voll ist, man sieht auch hier, es gibt auch Potatoes, die haben bis zu 12 Waffen. Es gibt auch welche, die haben nur 2. Diese Potato hat 6 Waffen. Das heißt, wir haben jetzt 6 Fäuste. Man kann jetzt hier zum Beispiel kombinieren klicken. Das heißt, er kombiniert mit einer anderen Grauen wird auch blau. Ist halt weiß, blau, lila, rot. Ist Maximum. Kaufst du eine gleiche und es ist schon voll, wird er automatisch upgraden. Lebenspunkte Regeneration, geil. Würde ich mir sogar ausweichen, ist auch cool. Nee, ich glaube, das lasse ich mal. Den würde ich mir sperren für die nächste Runde. Und wir geben jetzt einfach mal nichts aus. Ich glaube, ich bin schadenstechnisch noch sehr gut dabei. Was ist das denn für eine Runde? Abora, das hier kann ich auch noch empfehlen. Das kostet auf Steam 5 Euro. Und also, ich sehe mich da schon Stunden drinne verlieren. Stunden. Levelausstieg, sehr gut. Also du musst vom Level her auch immer gucken, dass du mindestens mit dem Wave-Level maximal so 1 und 100 bist. Wir sehen jetzt bei Welle 4, wir sind Level 5, das ist okay. Also wenn du bei Welle 20 am Ende, wenn der Boss kommt, Level 19 bist, ist super. Schaden ist gut, Tempo ist eigentlich auch wichtig. Glück, Angriffstempo, wieder halb plus 10, was soll ich machen? Ich wurde Opfer vom System. Die Faust nehmen wir direkt wieder. Den Pilz nehmen wir. Jetzt haben wir Lebenspunkte-Regeneration. Jetzt können wir drüber gucken. Wir regenerieren jetzt aktuell mit Lebenspunkte-Regeneration 2 nur alle 3,46 Sekunden einen Lebenspunkt. Das ist halt viel zu schlecht. Da müssen wir gucken, dass wir da mindestens auf einen Lebenspunkt pro Sekunde kommen. Ich mache nochmal Reroll. Noch eine Faust. Zack, die nächste blaue. Lebenspunkte plus 5 ist strong, aber leider minus Lebenspunkte Regeneration, schwierig. Das ist ein mega gutes Item. 12% Schaden. Reichweite brauchen wir nicht. Ich sperre das für die nächste Runde. Ich mache nochmal einen Reroll. In der Hoffnung, es kommt noch eine Faust. Na gut, komm, dann machen wir. Wir machen weiter. Ich glaube, der Damage haut aber aktuell hin. Ich werde mal probieren, in der Bossrunde nicht gegen den Boss zu kämpfen. Du kannst entweder die Runde überstehen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man den Boss besiegt. Aber ich finde, dass ich zu schlecht in solchen Spielen bin, um den Boss hier zu besiegen. Oh, eine Kiste. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Also auch Gegner können theoretisch Kisten kloppen, muss man noch dazu sagen. Kommt hier der erste Fernkämpfer. Level 6, ja, ist okay. Ein Gürtel, Nahkampf, sehr gut. Und EP-Gewinnung, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Würde ich mir niemals holen, wahrscheinlich. Aber geschenkt ist geil. Schaden, Fernkampf, Tempo, Rüstung. Boah, Rüstung würde mich schon interessieren, ne? Ich muss ein bisschen auf Rüstung gehen. Ich befürchte, dass wir später weniger Rüstung bekommen. Ich glaube, der Schaden wird, der ist wichtig im Early Game, aber im Late Game ist, glaube ich, wenn wir Ausweichen auf Max haben, können wir halt theoretisch mit dem Movement überleben. Aber wenn wir doch mal vom Boss einen harten Kick abbekommen. Was macht denn eine Rüstung? Wir haben jetzt eins auf Rüstung und kriegen 6% weniger Schaden. Ich mache jetzt mal zwei. Jetzt haben wir zwei Rüstungen, kriegen 12% weniger Schaden. Das ist aber amazing. Okay, das ist krass. Dann sollten wir tatsächlich auf Rüstung gehen. Sowas wie Ausweichen ist tatsächlich beschränkt. Maximal 60%. Da waren die ganz clever. Aber Rüstung, es sieht nicht beschränkt aus. Oh, den nehmen wir. Also die Fäuste machen aktuell 25 Schaden. Wenn ich den mir jetzt hole, machen die einfach 28 Schaden. Natürlich, die werden natürlich noch besser. Später machen die 12%, glaube ich, richtig fett was aus. Oh, nochmal eine blaue Faust. Jetzt haben wir die erste in lila. 46 Schaden. Das ist mit dem aktuellen Level mega gut, glaube ich. Fernkampf. Ich mache noch einen Reroll, dann wird es, glaube ich, zu teuer. Explosion, Fernkampfschaden, Nahkampfschaden. Ah, mache ich noch einen. Bringt nichts, ne? Bringt nichts. Ach, schade doch nicht. Komm, ich mache noch einen Reroll. Da haben wir die Faust, die sperre ich direkt. Kann ich mir nicht mehr leisten. Los geht's, ab in die nächste Runde. So ein schlichtes, geniales Game, Alter. Amazing. Ja, ihr seht schon, mit dem Faustdude bin ich ein bisschen am Handen. Weil je mehr ich schaffe, umso mehr Geld kriege ich quasi. Oh, jetzt haben sie mich auch gut getroffen. Ich muss aufpassen, im Ausweichen bin ich noch nicht so der Hero. Oh, dem muss man handen. Der droppt eigentlich zum Großteil immer eine Kiste. Da ist noch ein Baum. Alter, ich habe in dem Run sehr viele Bäume und Kisten, muss ich sagen. Da unten ist der nächste. Ah, schade, dass da nichts rauskam. Level 8 bei Wave 6 ist super, ist super. Also später levelst du auch länger. Deswegen aktuell ist das gut. Elementarschaden werden wir nicht haben. Da gönnen wir uns die 9. Ja, ausweichen. Ich muss langsam ausweichen hochkriegen, ne? Technik 4. Oh. Lebensabzug, finde ich, ist eine geile Eigenschaft in vielen Spielen. Aber hier ist das zu wenig. 2% machen, glaube ich, 0,01. Also das ist halt ein Witz, ne? Von daher würde ich jetzt mal sagen, ich gehe auf Nahkampfschaden. Das war halt auch eine Überlegung, einfach gegenzuheilen. Aber ich glaube, ich probiere mal auf Rüstung zu gehen. Aber ich muss irgendwie auch gegenheilen. Aber ich glaube, das mache ich mit normaler Lebenspunkte-Regeneration. Nahkampfschaden hoch. Und die Faust holen wir uns. Was ist das denn? Handschellen. Plus 8 Nahkampf. Fernkampf braucht man nicht, braucht man nicht. Deine Lebenspunkte sind... deine Max-Lebenspunkte sind auf den aktuellen Wert begrenzt. Was? Und das ist aber auch gut, ne? Wenn du hohe Lebenspunkte hast, kannst du doch dann, wenn ich das richtig verstehe, irgendwelche Perks dir dann aneignen, die deinen Lebenspunkt runter machen. Aber das bleibt doch dann auf das, oder? Deine Max-Lebenspunkte. Ah, ne, die Max-Lebenspunkte. Keine Ahnung. Hört sich für mich nicht gut an, zumindest nicht im Early Game. Aber was heißt Early Game? Wir sind ja schon bei einem Drittel, ne? Nahkampfschaden. Ja, komm, das machen wir. Wir rerollen nochmal. Hier haben wir noch eine graue Faust. Jetzt haben wir keine grauen mehr. Elementarschaden, Schaden. Oh, hier der Blutegel ist geil. Der macht nämlich Lebensabzug und Lebenspunkte-Regeneration. Ernte brauchen wir nicht. Hier haben wir noch eine graue Faust. Passt auf. Den werden wir... Oh, ist egal. Den sperre ich jetzt mal. Den werden wir kombinieren. Jetzt haben wir zwei Lilan und holen uns den grauen noch dazu. Und weiter geht's. Die Mucke, die passt halt auch, ne? Die ist sowas von fett am Passen. Da kommen sie. Die Hooligans. Da kommen die Nächsten. Die Rabauken.
Ich finde aber trotzdem dafür, dass wir so viele Kisten bekommen haben, so viele Bäume und so bekommen haben, haben wir relativ wenig Kisten. So rum wollte ich nämlich das erläutern, bemängeln, kritisieren. Oh, da kommt ganz viel, sehr gut. Immer braucht so lange für die Bäume und der Nahkämpfer, der macht einfach so zack und weg sind sie. Ausweichen sehr gut. Regeneration auch. Wir haben ja schon 33 Ausweichen. Ich glaube, das kriege ich noch hoch. Ich mache lieber Regeneration. Jetzt haben wir Regeneration 4. Das heißt, alle 2, ja, sagen wir alle 2 Sekunden. Oh, hier. Der Blutekel. Den nehmen wir direkt auch noch mit. Das heißt, wir haben mit 6 Lebenspunkten Regeneration. Wir heilen einen Lebenspunkt alle 1,5 Sekunden. Sparschwein ist auch ein super cooles Ding. Finde ich, ist aber ein bisschen schwierig. Das ist auch geil. Würde ich auch nehmen. Wir rerollen. Wir haben wieder eine Faust, eine graue, zack, haben wir wieder blau. Wir machen übrigens aktuell nicht mehr 48, sondern mittlerweile 55 Schaden pro Faust, ne? Wir haben wieder Nahkampfschaden, einfach flat dazu. Würde ich mir jetzt wegsperren. Für die nächste Runde, ich mache noch einen Reroll, mal gucken, was wir bekommen. Glück, außer... Komm, noch ein letzter. Oh, ja, sperre ich mir auch für die nächste Runde weg. Pervers! Okay, geil. Lass losgehen. Wir verdienen uns jetzt das Geld für die Items, die wir schon längst kennen. Also aber alles Schaden. Ich muss dann gucken, dass ich mal von Schaden ein bisschen weggehe. Und halt wirklich ausweichen und Rüstung hochmache. Weil ich glaube, Rüstung ist the way to go. That's the way, aha, aha, I like it. Kiste. Mann! Warum gibt's keine Kisten? Spiel! Gib mir Kisten! Jetzt, ja Mann! Eine Kiste. Item for free. Ich glaube, man kann zum Beispiel auch Lachs skillen. Das ist ja das, wo wir jetzt die ganze Zeit immer ins Minus gehen. Schade. Wo wir immer ins Minus gehen. Dann kriegst du halt mehr Geld, mehr Kisten, mehr alles. Hier. 20%ige Chance auf einen zufälligen Gegner beim Aufsammeln von Materialien einen Schaden zu machen. 10%. Ja, weiß ich nicht. Brauchen wir eigentlich nicht. Also wenn wir ein Material einsammeln, wir sammeln ja eigentlich viele ein, sagen wir mal 100 Stück. Aber das sind 100 Stück, 10% ist statistisch gesehen, machen wir 10 mal Schaden. Und 10 mal einen Schaden macht 10 Schaden insgesamt. Das ist halt ein Witz. Ich glaube, komm, verwerten, weg damit. Tempo, wie gesagt, geil. Fernkampf brauchen wir nicht, Reichweite. Wir brauchen nichts davon. Deswegen Tempo immer noch das Beste, dann können wir später ausweichen. So, das 6 Nahkampf, flat dazu, 62. 3 plus 5 Lebenspunkte dazu, kaufen. 66. Geil. Ich mache noch einen Reroll, wir gucken mal, was als nächstes kommt. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug Fortschritt gemacht, wir gehen direkt in die nächste Runde. Und guck mal, wie sich die Potato immer weiter anpasst, das ist so cool gemacht. Eigentlich können wir hier aktuell sogar stehen bleiben, der Box einfach alles weg. Wenn wir uns da ausweichen hätten, können wir sogar safe stehen bleiben. Wenn wir uns bewegen, haben wir halt den großen Nachteil, dass wir halt in die Gegner uns reinbewegen. Das heißt, wenn ich stehen bleibe, boxt der die halt weg, bevor die überhaupt rankommen. Ja. Wenn wir uns bewegen, treffen die uns halt, weil wir in sie reingehen. Das Ding ist, du musst dich halt bewegen, damit du halt sowas wie Bäume, die am Rand spawnen, halt auch mitkriegst, ne? Gibt sogar Items, die sagen, wenn du stehen bleibst, machen die dich halt auch mega krass. Das heißt, du darfst dich gar nicht bewegen währenddessen. So, ich handle die jetzt mal noch so ein bisschen, damit wir hier schön EP bekommen. Level 12 in Welle 9, ist geil, ist geil. 8% Schaden. Jetzt zieht euch das mal rein. Wir machen ja aktuell 88 Schaden mit der Faust. Da sind 8% schon gar nicht mal so übel, ne? Guck mal, hier kriegen wir 2 einfach dazu. Hier kriegen wir jetzt bei 88, ich glaube auch schon 6 dazu einfach. Machen wir. Ausweichen. Machen wir das wirklich? Ja, komm, machen wir. Oh, oh, Rüstung 3. Wir haben ja mittlerweile Rüstung. Ja, müssen wir machen, ne? Angriffstempo ist eigentlich auch wichtig. Brauchen wir aber, also ganz ehrlich, Rüstung 3. Wir haben jetzt 25% weniger Damage am Arsch.
Geil. Wir kombinieren auch wieder Fäuste und holen uns die Graue dazu. Wie viele Lebenspunkte haben wir? 34. Will ich jetzt nicht machen für einen Schaden. Ja, guck mal, wir machen mittlerweile 70 Schaden, ne? Dank den Items. Ich mache Reroll. 2 Lebenspunkte Regeneration. Wäre schon wichtig, ne? Minus ausweichen mache ich definitiv nicht. Den können wir uns theoretisch holen. Ja, komm, ich hole mir den. Das heißt, wir haben jetzt 1,2 Sekunden heilen wir. Das Ding haben wir. Die Keule brauchen wir nicht. Glück plus 20. Reroll. Nahkampfschaden plus 6. Ist natürlich flat wieder geil. Ne? Machen wir 33. Und auf die 6 kommen ja quasi die ganzen Prozente. Hier, guck mal, die 25% ja noch dazu. Das heißt, wir machen jetzt 70. Das heißt, wenn ich den jetzt hole, sind wir nicht bei... Oh, den müssen wir auch noch holen. Sind wir nicht bei 76, sondern bei 78. Ausweichen plus 8. Leider Rüstung weg. Komm, machen wir. Jetzt sind wir bei Ausweichen 41. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht echt gut aus. Rüstung 4. Nahkampfschaden auch nicht schlecht, ne? Ich sperre das mal für die nächste Runde. Komm, wir gehen Welle 10. Liebe es, ne? Okay. Ist auch alles immer ziemlich random, was du hier bekommst. Du kannst richtig Glück haben. Es gibt auch, glaube ich, verschiedene Bosse, die kommen. Du kannst auch Pech haben, dass du teilweise Stages hast, wo die dich schon mit Level 0 einfach zubombt mit den gefährlichsten Fernkampfwaffen. Sind immer ein bisschen anstrengend ist. Ich probiere mal hier ein paar Sachen einzusammeln. Oder so ein Baum. Den großen weiche ich so ein bisschen aus. Wenn die dich treffen, das ist schwierig. Kannst du theoretisch auch machen, wenn du genug Ausweichen hast. Aber ich glaube, sie treffen aktuell. Ja, das ist gut. Level 3. Alter, das ist ein richtig guter Run. Lebenspunktabzug machen wir ja nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir gar nichts. Brauchen wir absolut gar nichts. Dann würde ich tatsächlich sogar noch sagen, dass wir... Am Ende einer Welle verlierst du 6 Materialien, Alter. Keine Ahnung. Ich würde... Komm, wir machen Lebenspunkte. Brauchen wir eigentlich nichts von, leider. So, was haben wir denn hier Feines? Den Nahkampfschaden machen wir. Wir sind aktuell bei 78 Schaden. Wir hören uns das und sind bei 81. Reroll. Moinsen Paul, wie geht's dir? Ich grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Reichweite brauchen wir nicht. Angriffstempo geil. Lebensraubentzug ist egal, wenn es minus geht. Angriffstempo 10% ist aber ist wild, ne? Ist aber halt teuer für nur 10%. Ich mache mal Reroll. Sammelreichweite. Oh, Rüstung. Ah, keine guten Sachen. Keine guten Sachen. Lebenspunkte Regeneration wäre cool. Ich hole mir mal die Rüstung plus 1. Das ist für 60 halt, ne? Ich bräuchte noch eine Faust. Das wäre eigentlich mal wichtig, dass wir von der Krone hier wegkommen. Vor allem habe ich, so langsam wäre es auch cool, eine rote zu haben. Da kam Schaden. Das ist eigentlich auch geil. 3 Lebenspunkte dazu. Da haben wir ein Defizit aktuell. Komm, noch ein Reroll. Ja, ich mach noch einen letzten. Crit ausweichen. 3% Schaden am Ende einer Welle. 3% Schaden am Ende einer Welle. Wir sind jetzt... Oh, das ist gut. Das ist ja safe, ne? Das heißt, wir kriegen ja... Wir sind jetzt in Welle 10 gewesen. Laden, Welle 11. Haben wir jetzt 11 gemacht? 12. Jetzt kommen noch 8 Wellen. Das sind ja 8, 16, das sind ja 24%, die wir einfach noch dazu bekommen, ne? Das ist aber auch ein wildes Item. Da würde ich sogar das machen, kostet weniger und ist fast dasselbe. Sag ich mal. Komm, das sperren wir uns für die nächste Runde. Ja, jetzt sieht es langsam nicht mehr so gut aus, bin ich ehrlich. Oh, jetzt kommen hier so Tanks, die halten verdammt viel aus. Die können auch noch rot umrahmt sein, wenn die rot umrahmt sind.
halten die nochmal besonders viel aus, dann sind die gebufft. Das sind dann richtig starke. Diese Beutel, die hier rumliegen, der da, die lasse ich hier liegen. Das sind so Fressbeutel, damit heilen wir uns gegebenenfalls. Was nicht gegebenenfalls, damit heilen wir uns safe, falls es nötig ist. Oh hier, jetzt kommen schon die ersten Fangkämpfer. Eine Kiste, wunderbar. Mal ein bisschen aufs Movement konzentrieren. Ich meine, wir haben ja Lebenspunkte Heilung, ne? Also, da wir selten getroffen werden. Ich guck mal, 3, 4. Ja, gut. Ist schon nicht schlecht, Lebenspunkte Regeneration, aber könnte besser sein. Und noch eine Kiste, geil! Ein Item für Level Up. Und zwei von Kisten, cool. Was haben wir? Absolut useless. Verwerten. Extra Geld. Fernkampfschaden brauchen wir nicht. 10%, Moment. Angriffstempo. Nee. Verwehrt. Ist halt ein rotes Item, aber das ist halt ein sehr geiles Fernkampf-Item. Können wir aber nicht gebrauchen. Schade, zwei waren schon mal Bullshit. Jetzt Level auch, Elementarschaden. Angriffstempo, geil. Schaden auch geil. Oh. Hm. Wir haben uns ja Schaden, glaube ich, aufbewahrt, ne? Ich mache mal Angriffstempo. Dann machen wir jetzt hier. Wir sind jetzt aktuell bei 81 Schaden. Wir holen uns jetzt das hier plus das hier. Oha, plus das hier. Und schon wieder pleite. 95 Schaden, Leute. 95! Geil! Reroll. Und da kommen die Fäuste. Einmal die holen. Die sperren für die nächste Runde. Muah. Excusimo. Da können wir die Graue eigentlich sogar mittlerweile fast schon verkaufen. Wobei, ich muss halt wirklich sagen, der Unterschied ist ja hier, wenn wir mal gucken, ne? Von blau zu lila sind ungefähr, ja, 28. Wenn ich jetzt eine graue hier drin habe, bringt das, glaube ich, mehr. Also wenn ich die gleich upgrade in rot und die graue behalte, habe ich insgesamt mehr Damage. Wie geil der Dude hier aussieht. Oh, hier haben wir einen Tank. Den kloppe ich erstmal weg. Schade. Ja, das ist immer ärgerlich, wenn die Heil-Items so aus dem Baum bloppen, dass man sie sofort einsammelt. Finde ich immer ein bisschen blöd. Oha, sehr gut. Kiste wieder. Ah, direkt da. Oh, ich bin ausgewichen. Perfekt. Alter, was ist los? Kaum spiele ich das im Stream, kriege ich Kisten ohne Ende. Ich hätte gern viel mehr ausweichen. Habe ich das schon mal erwähnt? Aber aktuell, Welle 12, sind die Gegner nicht so wild, dass die mich treffen. Zwei Kisten gab es schon wieder. Und ein Item für Level. Kriege ich noch ein Level ab? Nee, ne? Ist schade. Schade, schade, schade. Das wäre wild. Zwei Level Ups pro Runde. Wie krass wäre das denn gewesen? Krass wäre das. Sammelreich brauchen wir absolut gar nicht, leider. Direkt verwerten. Brauchen wir absolut gar nicht verwerten. Mann, alle Itemkisten sind Bullshit. Lebensabzug, Scheiße, Ernte. Ich würde tatsächlich sogar Lebensabzug machen. 4%ige Chance, dich um einen Lebenspunkt zu... Ich mache Lebensraub, ne? Jetzt haben wir eine... Hast du das Item mit verworfen? Ups. So, jetzt haben wir die erste rote Waffe. 139 Schaden macht die. Ich glaube, damage-technisch müssen wir nicht mehr so viel machen. Das sieht schon sehr wild aus. Rüstung wäre jetzt noch geil. Die mache ich. Achso. Ah, das ist eine. Scheiße. Dito, danke für den Resub. Schon 33 Monate dabei. Stufe 1. Wild. 3%. Krass, dass Hotte Stufe 3 Subs hier macht. Wollte ich nochmal gesagt haben, ne? Vielen, vielen Dank für deinen Support, Hotte. So, warte mal. Schieß alle 3 Sekunden 6 Alien-Augen um dich herum. Macht zu wenig Schaden, ne? Also, das ist abhängig von. Die 33 Schaden machen ist halt zu wenig. Ist abhängig vom maximalen Leben. Also, theoretisch könntest du dir ein Tankbild machen und auf Alien-Augen gehen. Machen wir nicht. 3% Schaden am Ende einer Welle. Lohnt sich nicht mehr? Komm, wir machen Reroll. Wie geht's dir, Dito?
Oh, hier, sehr gut. Würde ich mir holen. Jetzt haben wir pro Sekunde einen Lebenspunkt und wir haben eine 9%ige Chance, uns bei einem Treffer auch noch zu heilen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber ich brauche Rüstung, Leute. Rüstung. Nahkampfschaden, geil. Im Kopfballen. Und hier haben wir eine Faust. Zack, die nehmen wir uns. Den sperre ich erstmal für die nächste Runde. Wir kriegen keine Rüstung, merkt ihr das? Und kein Ausweichen. Ich meine, Ausweichen ist schon nicht schlecht, aber... weiß ich nicht. 60% ist besser als 41%. Oha, Dito, herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Führerschein-Theorieprüfung, Digga. Wild, ist ein Anfang. Ja, und jetzt geht's auf die Straßen, ne? Der Moment, an dem die Leute Angst haben müssen. Aua. Aber die Fernkämpfe, die machen immer schon gut Damage. Oh, hier sind schon bessere Kämpfer dabei. Unsere Lebenspunktanzeige sinkt. Ich muss die Fernkämpfer mal primär wegmachen, sonst habe ich andere Probleme. Also, ich bin schon mal sehr stolz auf den Run. Da wir doch... Da oben ist noch ein Baum, den hätte ich gerne. Schade. Da wir leveltechnisch sehr gut ausgestattet sind. Ist Anfang Dezember. Ach du Scheiße. Oha. Oh, Angriffstempo wird halt immer weniger, wenn ich das mache. Kann ich nicht bringen, oder? Plus 10% ist aber halt wild bei dem Schaden, den wir aktuell machen. Das sind ja... Die eine Waffe macht wie viel? 180 Schaden? Ne, 148 Schaden. Das sind ja 14 Schaden einfach dazu. Angriffstempo ist halt mies. Ich mach's. Ich muss was machen. Und Nahkampfschaden. Zack. Reiner. Zack, Reiner. Neu würfeln. Das heißt, die rote Waffe macht jetzt 152 Schaden mittlerweile. Warum noch Rüstung? Da haben wir Rüstung, dafür minus 2 Tempo. Wir machen 29% weniger Schaden. 15% Durchschlagsschaden. Kann den Basisschaden nicht übersteigen. Okay. Nahkampfschaden. Das ist eigentlich geil, ne? Mehr EP. Mehr EP und... Den haben wir ja schon. Mehr EP und dafür noch ein bisschen Nahkampfschaden dazu. Glück brauchen wir ja nicht. Ich würde mir mal sperren für die nächste Runde. Oh, Itempreise. Minus 6%. Geil. Und die graue Faust. Ich mach keinen Reroll mehr. Wir gehen in Welle 14. Und ich bin immer noch sehr unzufrieden, was Ausweichen angeht. Ich glaube, ich bin mittlerweile... Ich will eigentlich gerade nur noch Angriffstempo und Ausweichen haben. Ich muss jetzt diese Fernkämpfer primär gehen. Weil die haben eine viel höhere Hit-Referate. Ja, die Entwickler von dem Game, die sind halt auch richtig hinterher. Hier kommen so viele Updates, so viele Patches. Die ganze Zeit. Ist tatsächlich auch so, dass die das Spiel, dass die einzelne Potatoes anpassen. Nerven, buffen, wie auch immer. Die sind da richtig hinterher. Ich glaube, aus dem Spiel wird mal noch was ganz Großes. Ich muss mich mal ein bisschen gerade aufs Movement konzentrieren. Das sind mir gerade ein bisschen zu viele Kugeln, die hier rumfliegen. Ah, da war noch ein Baum. Tempo. Ah, ist das alles scheiße. Lebenspunkte wäre halt auch krass, ne? Aber ausweichen wir... Ja, komm, ich mach... Oh. Schneller laufen können. Laufe ich eventuell auch schneller in die Gegner rein. Komm, wir machen Lebenspunkte-Regeneration. Jetzt heilen wir uns alle 0,5... Ja, das ist okay. Ich würde das hier jetzt noch machen. Oh. Ich sperre den mal eben. Wir haben hier jetzt schon kein Geld mehr, ne? Ich muss sagen, es sieht aber nicht so gut aus für mich. Es sieht nicht so gut aus. Mach noch einen Reroll. Es sieht nicht so gut aus. Bin ich early in the morning. Wir sind jetzt in Welle 15.
Du musst die regelrecht handeln. Damit die dich nicht fertig machen, Digga. Okay, ganz ehrlich, wenn wir weniger Ausweichwert haben, müssen wir halt mehr aufpassen. So ist es einfach. Ey, stehen bleiben ist ultimativ, ne? Das Problem sind die Fernkämpfer gerade. Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Halten wir Level ab. Ein Träumchen. Gib wieder zwei Items. Level 18 und Welle 15, das ist sehr gut. Glück brauchen wir nicht. Nicht auf Kosten von Lebenspunkten der Regeneration. Hast hier immer ein bisschen Geld. Glück, Max LP, geil. Ausweichen plus 12%. Und damit sind wir fast auf Max. Geil. Dann machen wir noch diesen hier. Wollte ich unbedingt machen. Das heißt, Lebenspunkte Regeneration, alle 0,74 ein Lebenspunkt, ist geil. Und eine 11%ige Chance, einen Lebenspunkt zurückzuerhalten. Ist auch geil. So, Glaskanone. Oh, 25% mehr Schaden. Dafür büßen wir alles an Rüstung ein, was wir uns ergattert haben. Das Ding ist, dass wir Rüstung anscheinend sehr wenig bekommen. Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt 25% Schaden mehr haben, ne? Das sind ja 37,5 mehr Schaden auf dieser Waffe. Noch ein bisschen mehr. 37,6. Damit haben wir den Ultimate Damage. Dann müssten wir nie wieder... Oh, aber auf Kosten von Rüstung. Schwierig. Würde ich jetzt machen, wenn ich wüsste, dass wir... Aber hier, warte mal. Plus 5 Lebenspunkte ist auch geil, ne? Beide sind eigentlich geil. Das Ding ist, in der letzten Runde ist der Schaden scheißegal. Ich glaube auch, dass wir schon gut Schaden machen mit 156. Ganz ehrlich, ich wähle den... Ist schon geil, ne? Ist schon geil. Nee, komm, ich wähle den günstigeren Weg und gehe mal nicht, mache meine Verteidigung nicht schlechter. Lebenspunkte-Regeneration. Wild. Mach ich. Ich spare jetzt den Rest. Ich hoffe einfach... Oh, Nahkampfschaden. Hier haben wir nochmal das Item. Wenn ich genug Lebenspunkte habe, könnte das auch klappen. Entweder mehr aushalten. Ist ja jetzt egal, ob ich mehr weniger Schaden bekomme oder mehr HP habe, ne? Ich sperre mir den für die nächste Runde. Let's do this. Oh, jetzt kommen Gebuffte. Oh ja. Machen schon gut Schaden. Sehr gut. Oh, macht das Bock. Es ist so ein Suchtfaktor. So amazing. Meine Güte. Schade, dass ich auf dieses Spiel gestoßen bin. Und kostet halt nichts, ne? Also nicht viel. Oh, die machen aber... oh Gott, ich glaube, ich sollte doch nicht stehen bleiben. Die Gebufften hauen rein. Digga, die Gebufften, die machen da Marsch am Arsch. Keine Kiste. Reißt das Game. Oh, hier, durch die muss ich durchwetzen. Die machen nichts. Das ist Money for free, Digga. Oh nein. Keine Kiste. Komm, ich gehe einfach rein. Ich habe genug Lebenspunkte, sehr schön. Level 19 in Wave 16. Gerade habe ich schon gesagt, ja, es ist okay, wenn es ungefähr gleich ist. Ich bin einfach drüber. Und das nicht wenig. Schaden, Reichweite, Regeneration. Ich würde am liebsten das nehmen, weil es einfach blau ist. Aber ich glaube... Nochmal zwei Lebenspunkte Regeneration wäre halt jeet, ne? Dann wird mir in der Sekunde zwei Lebenspunkte regenerieren, glaube ich. Wir haben halt viele Lebenspunkte, das wäre schon wild. Ich probiere halt die letzte Runde auszuweichen. Aber mehr Schaden wäre halt auch wild. Ich mache die Regeneration scheiße, Alter. Wir kriegen jetzt Schaden erstmal hierdurch dazu.
Reroll. Ausweichen plus 8, Leute. Dafür minus 1 Rüstung. Oh, Spiel. Du gehst mir um den Sack. Ich mach das jetzt, ne? Ich mach das. Jetzt sind wir ausweichen 1 zu viel. Was heißt zu viel? Es gibt Items, die gehen auf diesen Ausweichwert. Das heißt, du kannst halt trotzdem noch mehr Ausweichen machen. Du weichst zwar trotzdem nur höchstens zu 60% aus, aber dafür kannst du andere Stats hochmachen. Haben wir in dem Fall jetzt aber nicht. Deswegen, shit happens. Wir weichen zu 60% aus, haben jetzt dafür auch nur 25% weniger Schaden. Wir gucken, dass wir jetzt komplett auf Rüstung gehen. In den nächsten Wellen. Ich brauche eigentlich keinen Schaden mehr. Vielleicht kriegen wir jetzt für Level-Up oder sowas einfach noch Schaden, weißt du? Und dafür keine Rüstung. Dann würde ich das machen. Aber sobald jetzt irgendwo Rüstung steht, würde ich es tatsächlich machen. Rüstung ist ein echt seltener Wert, Mann. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, die Tanks hier, dass die nicht One-Hit-Down gehen, das ist ertragbar. Oh, unsere Lebenspunkte-Regeneration ist aber auch stabil. Guck mal, jetzt haben wir fett kassiert. Okay, jetzt haben wir noch ein Heil-Item gegessen. Gut, gebe ich zu, bin ich ehrlich. Kein Baum in dieser Runde. Nicht ein Baum. Stufe 19. So, jetzt haben wir hier Lebenspunkte-Regeneration. Ist strong. Wir sind jetzt... Mach die, mach einen Reroll. Wird halt auch immer teurer, ne? Hier, das meine ich. Flammenschlag ist auch waffenlos. Tatsächlich. Macht Elementarschaden. Sind wir, haben wir jetzt null drauf geskillt. Ist halt jetzt blöd. Keine Rüstung dabei. Ich glaube, ich kriege keine Rüstung mehr. Warum kriege ich keine Rüstung? Oh, eine blaue Faust. Oh, geil! Mit der roten 165 Schaden mittlerweile. Ich würde sie mir sperren. Nochmal rerollen. Wir kriegen keine Rüstung, Leute. Ich mach nochmal. Keine Rüstung. Komm, nächste Runde. Auch noch so zwei Rüstungen, weißt du? Zwei. Wenigstens zwei. Weil der Boss, der macht... Oh, fuck! Okay, wild. Dafür, dass wir... Oh, die sind halt auch alle krank gebufft, ne? Okay, ich muss ein bisschen wieder aufs Movement achten. Kiste, sehr schön. Bitte Rüstungsitem. Oh, diese Fernkämpfer, Digga. Sind halt gebuffte Fernkämpfer dabei, ne? Hilfe! Wow. Weiß ich nicht. Wir haben bekommen... Oh, Lebensabzug. Plus 2%. Dafür Elementarschaden weg, was wir nicht haben. Nehmen wir. Lebensabzug. Sind wir jetzt mittlerweile bei 13%. Naja, gut. Glück. Fernkampfschaden, Lebensabzug. Ja, wir kriegen nichts mit Rüstung. Das nervt mich. Aber dafür wieder Lebensabzug. 16%ige Wahrscheinlichkeit. Wenn wir jemanden angreifen. Wir greifen so schnell an, das ist geil. So, die Faust nehme ich mir. Ich nehme das einfach, ich krieg keine Rüstung. Ich nehme es. Es gibt nichts mit Rüstung, das ist so krass. Plus 6 Rüstung, wenn du dich nicht bewegst. Fünf machen ja schon 25%. Das heißt, wir hätten ja 50, wenn wir uns nicht bewegen... Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, das ist ein geiler Bild, oder? Du gehst auf Rüstung, Angriffstempo. So dass du stehen bleibst einfach. Kassierst zwar Schaden, aber du regenerierst mit Lebensabzug. Hoch. Ich werde es mal sperren. Und gebe jetzt nichts mehr aus für die nächste Runde. Die sollte noch machbar sein. Danach kommt der Boss. Wir müssen jetzt fett Kohle sammeln. Machen sehr viel Schaden mittlerweile.
Machen wir nur leichte Bewegungen, dass die nicht direkt treffen. Zum Glück keine Fernkämpfer. Merkt man direkt, wie viel weniger Probleme man hat. Oh, der saß. Ja, den Fetten sollte man trotzdem ausweichen. Gerade wenn die gebufft sind, die treffen doch noch ganz gut. Ey, stehen bleiben ist Wahnsinn. Level 21 sind wir. Bierputz. Oh, Angriffstempo wäre halt auch geil jetzt, ne? Wäre halt auch geil. Gerade für Lebensabzug sind 15% geil. Dadurch, dass wir auch nicht so viel haben, ist es, glaube ich, doch scheiße. Da mache ich, glaube ich, Lebenspunkte-Regeneration, weil damit sind wir locker über... Oh, ich mache das. Jetzt sind wir locker bei 2,24 pro Sekunde. Das heißt, wenn ich 3 Sekunden probiere auszuweichen, ohne Schaden zu nehmen, ist geil. Was dem mir natürlich widerspricht. Ich kaufe es jetzt trotzdem. Bitte noch ein Rüstungs-Item. Oh, wir können es alle leisten. Wir gucken mal. Das wäre nochmal Schaden. Das wäre jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir müssen jetzt gucken. Das ist jetzt letzte Runde, ne? 10% Angriffstempo. Reichweite brauchen wir nicht. Aber Lebensabzug brauche ich. Entweder reroll ich und kriege jetzt noch was Cooleres. Ich kann nur noch diese 8%. Ah, ist jetzt die Frage. Reroll 8% mehr. Ist das viel? Sind ungefähr, ne, 10% wären jetzt hier 16, ne? 17 Schaden mehr, die wir machen würden. Brauche ich noch Schaden? Weiß ich nicht. Ich mache einen Reroll. Scheiß auf das Item. Tempo. 7% Schaden. Hand wird schon aktiv. Oh, was ist das denn? Oh, hier. Oh, oh. Na, können wir uns nicht mehr leisten. Das meine ich. Das ist zum Beispiel so ein Item. 2% Angriffstempo pro ein Ausweichen, den du hast. Wir haben 61 Ausweichen. Wir würden jetzt plus 122% Angriffstempo dazu bekommen. Wie wild wäre das? Können wir uns aber leider nicht mehr leisten. Deswegen nehme ich jetzt den Schaden noch dazu. Ich mache noch einen letzten Reroll. Ah, fuck. Ah, fuck. Scheiße. Ich hätte Tempo nehmen sollen. Hier. So, Bossrunde, Leute. Ich probiere, glaube ich, nicht gegen den Boss zu kämpfen. Oh, oh, fuck. Ah. Ah. Ja, seine Attacken machen halt böse Schaden. Ich probiere mich einfach nur nicht treffen zu lassen. Oh, hier kommen mehr Gegner. Aua. Ah, ausgewichen. Probiere mich einfach nur nicht treffen zu lassen. Ist gar nicht so einfach. Vor allem kommen immer mehr Gegner dazu, die uns an die Unterwäsche wollen. Ich würde ihn halt auch gerne besiegen, weil ich denke, dass da coole Sachen bei rumkommen. Ah, oh Gott! Oh Gott! Die Kugel macht richtig böse sauer. Heil dich, mein Freund! Heil dich! Zeig deinen Lebenspunkt in Regeneration! Du hast es doch gelernt! Digga! Ah! Das stimmt, wenn wir stehen bleiben, nehmen wir weniger Schaden. Oh, das ist gut. Guck mal, wenn wir stehen bleiben. Oh mein Gott. Oh nein, der Boss kommt. Da ist eine Kiste. Stehen bleiben, Leute. Stehen bleiben. Wir haben es gelernt. Wir kriegen so wenig Schaden. Oh mein Gott. Ich habe zum ersten Mal einen Durchlauf geschafft, Leute. Mwah. Wild. Mein erstes Mal Durchlauf geschafft. So, und jetzt verhält sich das so. Jetzt sehen wir das hier, dass der hier grau hinterlegt ist. Weil jeden Durchlauf, den du schaffst, hat eine Farbe. Jetzt können wir nämlich hier theoretisch sagen, Durchlauf 1. Wenn wir das dann geschafft haben, ist er blau hinterlegt. Moin Hebbel, ich grüße dich. Dann ist er nämlich blau hinterlegt. Und das ist halt der Suchtfaktor. Ich würde jetzt gucken, dass wir noch einen machen. Und gucken, wie weit wir kommen. Was haben wir denn hier? Ernte plus 10. Der sieht halt, weiß ich nicht, der sieht krass aus, ne? Der Mutant. 200 EP Gewinn, Alter. Itempreis minus 50%.
Oh, der ist aber auch wild, ne? Da können wir halt geldtechnisch richtig reinshoppen. Was haben wir hier für einen? Der Geist. 10 Schaden mit der Waffenklasse, Atherisch, kenne ich noch gar nicht. Plus 30% Ausweichen. Das Limit für Ausweichen liegt bei 90%. Dafür minus 100% Rüstung. Das heißt, wir werden nie Rüstung haben. Das ist aber interessant, oder? Das ist geil. Das heißt, wir gehen auf Schaden, gucken, dass wir Ausweichen auf Max kriegen, auf 90. Einfach nur Schaden und Ausweichen, würde ich sagen, ne? Und gucken, dass wir Atherisch bekommen. Komm, wir gucken mal rein. Ach, das sind die Dinger. 16 Schaden, Chance von 3%, Rückstoß 2. Okay, Reichweite 150. Hier haben wir 22 Schaden, die macht halt schon mehr Schaden. Rückstoß 2, Reichweite 200. Reicht auch weiter. Plus 1% Angriffstempo für jeden 20 Gegner, den du während einer Welle mit dieser Waffe tötest. Oh, das ist geil. Das heißt, wir kriegen automatisch Angriffstempo dazu. Hier kriegen wir automatisch Schaden dazu. Max Leben für jeden Gegner, den... Oh! Strong? Strong, glaube ich. Machen wir aber nicht, weil wir wollen ja nicht getroffen werden. Deswegen probiere ich weniger Schaden zu bekommen. Angriffstempo. Ich glaube, der Schaden ist es. Oder mache ich doch Lebenspunkte? Und Regeneration, dass wir... Ne, wir müssen ja Gegner kloppen, sonst kriegen wir keine Items. Komm, wir machen das hier. Wir nehmen die Axt. Ach, das kann ich jetzt automatisch auf Stufe 1... Okay, wir nehmen jetzt Schwierigkeitsstufe 1, Leute. Ach du Scheiße, ist die langsam. Oh Gott, das wusste ich nicht. Ah, okay, gut. Aber wir können mobben. Wir können Gegner... Ich schaffe die erste Stufe nicht, Leute. Huch. So, Ausweichen hat er halt 7... Ja, okay. Rüstung haben wir ja minus 100, ne? Da auch nur ansatzweise was in Rüstung reinzumachen, ist schwierig. Happy, wie geht's dir? Angriffstempo, Tempo, Elementarschaden. Was machen die Waffen? Machen die Elementarschaden? Die ätherischen oder wie die auch immer heißen? Ich mach mal Angriffstempo, ne? Das ist, glaube ich, kein Elementarschaden. Ach, guck mal. Oh mein Gott. Ausweichen, okay. Ach, das ist amazing. Wir können natürlich kombinieren. Wir können auch jetzt die leveln. Wir haben jetzt einmal für Schaden. Jetzt können wir die noch einmal nehmen, kriegen Angriffstempo die ganze Zeit dazu für jeden 20. Gegner, den wir damit töten. Ausweichen. Ernte plus 4. Könnte man machen. Wir gehen auf jeden Fall bloß auf ätherische Waffen, ne? Nur so nebenbei. Du bist krank geschrieben, aber sonst alles gut. Warum sind denn auch heute alle krank? Ist mein Stream wieder die Plattform für kranke Menschen? Sehr schön. Ich freue mich immer, wenn ich Leuten eine Freude machen kann. Dann erholt euch mal schön. Fernkampfschaden, Nahkampf. Ist ja theoretisch auch Nahkampf, ne? Ich gehe aber auf Ausweichen natürlich, weil wir das hochkriegen wollen. Hier haben wir die nächste Waffe. Die wir mit dieser Waffe... Jetzt ist die Frage. Angriffstempo für jeden... den wir mit dieser Waffe töten. Wenn ich die jetzt kombiniere, zählt das trotzdem? Gibt es hier so ein Counter? Angriffstempo. Da steht jetzt plus 12% Ausweichen, minus 2 Rüstung. Therisch. Die haben halt nochmal so Bonus-Stats, ne? Verstehe ich noch nicht so ganz. So, was machen wir? Ich würde sagen, spawnen mehr Bäume ist halt auch krass, ne? Können wir gucken, dass wir mehr Items bekommen durch Bäume. Das machen wir mal. Machen wir Reroll. Hier haben wir nochmal eine Waffe, die würde ich mir jetzt sperren. Und Nahkampfschaden erhöhen wir. Okay, nicht. Aktuell würde ich halt nur sagen, der Geist ist halt absolut scheiße. Wir haben 12 Lebenspunkte. Haben absolut... Das ist halt ein ganz anderes Gameplay schon wieder, ne? Wenn wir jetzt einmal getroffen werden, sind wir ja quasi tot.
Ist nicht mein Favorite, der Geist. Ist absolut nicht mein Favorite. Rüstung, Angriffstempo, Max Lebenspunkte. Wichtig, wir haben keine. Die Waffe ballern wir uns rein. Lebensabzug. Wir müssen halt wieder gucken, dass wir uns irgendwie regenerieren später. Na komm, machen wir diesen hier. Ich darf nur einen Fehler jetzt nicht machen, auf Schaden verzichten. Boah, sind die langsam, diese Fernkampfteile. Okay, da war Leben drinne. Levelaufstieg. Oh, da ist ein Baum. Kiste. Nicht Kiste. Scheiße. Schade. Mann. Kiste wäre geil. Geht sowas um. So, eine Reichweite, Max Lebenspunkt, Angriffstempo halt auch wieder wild, ne? Ich sehe das noch nicht so, dass uns die Waffen da was bringen. Wenn ich ehrlich bin. Ausweichen. Max Lebenspunkte. Dann Fernkampf, Schaden, Lebenspunkte, Regeneration, Rüstung. Ah ja, wollten wir ja nicht machen. Wir sind mittlerweile bei Rüstung bei minus 103. Ja, dann nehmen wir hier die Regeneration tatsächlich. Nehmen auch das Item und gucken, dass wir jetzt noch eine... Oh nein, da war eine Waffe. Scheiße. Ah, das habe ich jetzt verkackt, ne? Noch ein Reroll, da haben wir noch eine Waffe. Aber waffentechnisch sieht es gar nicht gut aus. Sieht absolut nicht gut aus. Aber wir müssen halt noch dazu sagen, wir spielen jetzt auch auf einem Schwierigkeitsgrad härter. Das heißt, dass ja tendenziell alles krasser ist. Ich glaube, den Run werden wir nicht schaffen. Ich habe kein Glück, was Items angeht. Und das bisschen Glück, was ich hatte, habe ich mir zerstört durch das Waffenwechseln gerade. Okay, wir kriegen auch kaum Bäume oder Kissen oder Items, ne? Muss man noch dazu sagen. Lebenspunktregeneration, Tempo. Ja, hier ist nur Bullshit dabei. Hier haben wir auch nichts Schönes. Da kam schon Rüstung, Technik, Neuwürfeln. Was haben wir hier? Eine Kreissäge. Max Leben. Wir haben jetzt schon wieder eine gute Regeneration, muss ich sagen. Wir brauchen halt auch noch Leben. 5 Max Leben ist gut. Ja, aber würde ich sogar präferieren. Ich guck mal eben. Wir haben jetzt hier... Was heißt das denn? Das ist jetzt auf 24%, weil wir... Ach, das ist ein Set-Bonus, ne? Das ist ein Set-Bonus, den wir bekommen tatsächlich. Wenn wir 6 ätherische Waffen haben, haben wir 30% Ausweichen. Das heißt, wir müssen das ja gar nicht skillen, habe ich das Gefühl. Müssen wir mal drauf achten. Neu würfeln. Neu würfeln. Ausweichen, Ernte, auch geil. Hier haben wir eine Waffe, pass mal auf. Wir nehmen die jetzt und dann gucken wir mal, ob Ausweichen dazu kommt, weil wir ja Set-Bonus bekommen. Zack. Oh ja, 64%. Nur weil wir 6 von den Waffen haben. Das ist geil. Das heißt, wir müssen das gar nicht wirklich so skillen. Angriffstempo, Schaden, 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 Schaden. Schade, dass wir jetzt die andere Waffe nicht noch dazu bekommen haben, aber ist okay, kann ich mit leben. Bin am überlegen, ob wir das hier noch machen. Da haben wir direkt wieder 4% mehr und Ernte plus... Ja, komm. Das machen wir auch noch. Ab in die nächste Runde. Schaden kommt halbwegs hinterher. Und mittlerweile haben wir schon mehr Ausweichen als mit dem Blutkader. Ich glaube, wir können langsam die Gegner reinmarschieren. Die dürfen uns gerade in Welle 6 gar nicht wirklich treffen mehr. Wir können stehen bleiben. Wow, wir können nicht stehen bleiben, Leute. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen immer schön in Bewegung bleiben, weil sonst töten sie uns. Okay, gut. Ja, hallo, ich spiele das heute zum ersten Mal. La la la, das Bau. La 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 la. Okay, da war ein bisschen hier. Besser als nix. Ausweichen, voll krass, Leute. Wir können stehen bleiben. Boah. Fernkampf, Lebenspunkte. Ja, wir kriegen nichts, ne? Wir kriegen nichts. Ich gehe wieder auf Regeneration. Wir sind jetzt schon bei... Das ist noch nicht so gut.
Max Leben. Ich geht's noch. Ah, nee. Gibt's bessere Items für. Oh, guck mal, jetzt geht's los. Die erste blaue. Ich mach nochmal einen Reroll. Ich glaube, bei dem Bild ist es sehr wichtig, die Waffen hochzuskillen. Was ist da los? Oh, Killu! Danke für den Resub, Stufe 1. Schon 14 Monate mit dabei. Wie geht's dir, Killu? Danke für deinen großartigen Support. Danke, danke, danke. Nahkampfschaden. Killu, willst du nicht mit auf unseren Conan-Server kommen? Du hast ja alle Spiele mittlerweile mitgemacht. Wir zocken auch gleich wieder Conan hier nach dem Game. Aber nur bis 21 Uhr, weil heute ist Valorant. Mir geht's blenden, Killu. Mir geht's wie immer blenden. Danke der Nachfrage. So, warte mal. 50%. Nee, nee. Brand breitet sich auf einem Gegner in der Nähe aus. Hä? Wenn was ist? Einfach so, oder? Verstehe ich nicht. So, ich würde mal sagen, machen wir weiter. Ah ne, wir rerollen nochmal. Explosionsschaden haben wir nicht. Komm, wir rerollen nochmal. Mann! Ich krieg nichts Gutes. Wird ein Gegner getroffen, sinkt sein Tipp. Den brauchen wir nicht. Lebens... Nahkampfschaden, das könnten wir machen, ne? Ja, komm, wir gehen in die nächste Runde. Ich glaube, der Run schaffen wir den Boss. Die Boss-Wave schaffen wir auf jeden Fall nicht. Keine Chance, wenn ihr mich fragt. Zum Glück muss man den Boss nicht schaffen, um das Ganze hier zu gewinnen. Das erste Mal, dass ich Battle Royale gewinne. Aber Hans, ehrlich, du bist Platz 3, weißt du? Die ersten drei kriegen nochmal einen Zusatzbonus. Also wenn du deinen Platz 3 hältst, kriegst du verdammt viele Battle Royale Punkte. Ich glaube über 2000. Bonus plus, ich glaube, 1600, wenn mich nicht alles täuscht. Einfach nur, dass du Dritter bist und nochmal die Battle Royale Punkte, die du an sich hast, will. Alles der schon, Heppel. Viel Glück, gute Runden wünsche ich dir. Wir machen wahrscheinlich Sonntag wieder ein bisschen Overwatch. Hm, 8%ige Chance, einen Lebenspunkt zu heilen, wenn du ein Material aufsammelst. Das ist geil. Ganz ehrlich, geht Fernkampfschaden drauf. Ist mir egal, hab ich nicht. So, Nahkampfschaden würde ich jetzt tatsächlich sogar machen. Oh Gott, wie viele Level-Ups haben wir? Fernkampfschaden brauchen wir nicht. Reichweite brauchen wir, glaube ich, weniger. 8% Schaden mache ich. Dann haben wir wieder dieses Item. Wir kriegen diese Waffen nicht da unten. Das ist schlecht. Wir sind in Welle 8 und haben noch graue Items. Das ist sehr schlecht. Perfekt. Nahkampf, Fernkampf, Technik, Crit. Spawn mehr Bäume. Das können wir probieren, oder? Haben wir ja schon. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch nicht gesehen, dass irgendwie... Komm, scheiß drauf. Oh, blau und grau nehmen wir beide. Gerade beschwert, wir kriegen ganz viele Waffen, Alter. Sammelreichweite, Ernte. Ein Gegner wird getroffen, sinkt sein Tempo. Brauchen wir nicht. Ich mache noch einen letzten Reroll. Minus 1 EP durch Verbrauchsgegenstände wiederherstellen. Verbrauchsgegenstände sind doch, glaube ich, die Sachen, die wir einsammeln, ne? Den hier. Wenn wir das nicht einsammeln, wäre es ja... Ja, weiß ich nicht. Nee, komm, scheiß drauf. Oh, jetzt ist aber gut. Jetzt machen wir guten Schaden. In Welle 8. Jetzt sind wir für Welle 8 leider schon wieder gut ausgestattet. Wow! Ein Treffer, 10 Schaden von so einer Kugel. What the f... Alter. Ich muss mal eben gucken, ob minus 100 Rüstung bedeutet, dass wir auch mehr Schaden... Oh, was? Was? Nein! Wir haben eine Kiste und wir können... Oder wird die Kiste trotzdem aufgesammelt, wenn die Runde vorbei ist? Ich weiß es gerade nicht. Das wäre dumm, wenn nicht. Ich hoffe, sie wird aufgesammelt. Wir müssen sowas von fett Stuff hier sammeln. Komm, prügel dich, prügel dich, prügel dich.
Und wird sie eingesammelt? Oh ja, wird trotzdem. Oh, oh, ich dachte schon, Alter. Ernte plus 6, minus 1. Minus 1 Nahkampfschaden, flat. Ist, glaube ich, okay, oder? Am Ende einer Welle erhältst du 9 Materialien. Und EP. Oh, erhöht sich. Ja, nehme ich für ein Flat. Nahkampfschaden ist okay. Angriffstempo, Lebensnahkampfschaden. Angriffstempo ist halt auch wild, ne? Ich würde aber, glaube ich, Nahkampfschaden machen. Landminen sind cool, Leute. Die sind richtig cool, aber wir haben halt nicht auf Technik geskillt. Landminen sind verdammt cool. Die spawnen einfach auf der Karte und zersprengen einfach die Gegner. Ernte. Ich mache einen Reroll. Oh! Ein Geisterzepter. Ätherisch. Was macht denn das? Ich würde sogar sagen, dass wir das nehmen. Wir kombinieren das. Haben wir das in Blau. Und nehmen das Geisterzepter mit dazu. Das ist Schaden 29. Macht halt absolut kaum Schaden, ne? Scheiße. Hätte ich mal vorher gucken sollen. Rückstoß wieder. Fernkampf. 400. Ja, ich glaube, Fernkampf ist sowieso Quatsch. 400 Meter oder 400, was das auch ist. Plus 1 Lebenspunkte pro Gegner. Das ist halt cool, aber ich sehe das nicht, dass wir das tun. Ich habe gefühlt noch nichts an diesen Stats dazu bekommen, ne? Nahkampfschaden machen wir aktuell 10. Und hier steht, pro Gegner, den wir töten mit der Waffe, an den... Ach so, Tempo. 26. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Bruder. Rüstung lohnt sich nicht. Reroll. Tempo. Lebensabzug. Scheiße, wir kriegen nur Kacke. 2% Lebenspunkte durch Verbrauchsgegenstände. Minus 2% Ausweichen. Wir kriegen halt nur Kacke, ne? Alter, 20% Materialien am Anfang der Runde. Nee. Ich habe das Gefühl, dass wenn du eine Klasse nimmst, kriegst du die Sachen einfach nicht, die du gebrauchen könntest. Die können wir uns sperren für die nächste Runde. Plus 40 Ernte. Ach ja, siehste, wollte ich nachgucken. Danke, dass du nachgefragt hast. Du erleidest 88% zusätzlichen Schaden. Yo! Okay, das erklärt, warum ich von einer Kugel 10 Schaden bekomme von den Fernkämpfern. Das heißt, Fernkämpfer... Hä, das kann ich nicht. Ganz ehrlich, da bin ich One-Hit beim Boss. Ich bin beim Boss One-Hit und der spawnt diese Kugeln in dich rein. Okay, das ist... Wir brauchen spätestens bis Welle 12 brauchen wir hier 90% Ausweichen, ne? Was uns ja eigentlich nichts bringt, weil wenn wir einmal getroffen werden vom Boss später, sind wir tot. Bin leider schon am Einschlafen. Dann verziehe ich mich in Lurk. Oh, dann gute Nacht, Hans Ehrlich. Gute Erholung wünsche ich dir. Ja, dann sehen wir uns morgen. Ach du Kacke. Das ist ja strong, Digga. Ich würde mir schon gerne wünschen, dass wir den Run schaffen, ne? Weil dann hätte ich schon den zweiten Charakter ein bisschen hochgespielt. Den zweiten Rotato. Insane einfach. Ich kann auch nicht aufhören, hier wegzugucken. Das ist... Oh mein Gott! Ganz ehrlich, ich fliege hier schon in Runde 10 oder 11 raus. Wir kommen niemals bis zum Boss. Ich muss auf jeden Fall viel mehr ausweichen. Das ist nicht dieser krasse Nahkämpfer, den wir hatten. Ich muss den hier ausweichen. Ich krieg keine Kisten. Ach du Scheiße. Das war das Level-Up. Und wir kriegen aber verdammt gutes Level-Ups wieder mit dem. Das ist gar nicht so schlecht. Angriffstempo. Wir kriegen halt kein Ausweichen. Dessen Spezialität ist Ausweichen und das Spiel gibt uns nichts. Das verärgert mich ein bisschen. Angriffstempo. Ausweichen. Gutes Spiel. Hä? Hören die zu? Was brauchen wir, Spiel? Ich muss denen das sagen. So, 77. Uns fehlt immer noch verdammt viel Ausweichen. Mann, mal noch ein bisschen mehr Ausweichen wäre geil. Aber das Spiel gibt das uns ja nicht. Oh.
Das ist ein Problem. Ist auch ein Problem. Pass auf, wir kombinieren das hier und können uns das dazu kaufen. Wir kombinieren das hier und können uns das dazu kaufen. Ich mache noch einen Reroll. Wir haben noch verdammt viel Kohle, sehe ich gerade. Was ist denn da los? Wir kriegen auch durch Ernte. Ist eigentlich eine useless Eigenschaft, aber je nach Bild. Es gibt auch ein Bild, der geht auch speziell auf Ernte. Der kriegt schon extrem viel Ernte. Wir kriegen jetzt schon 18 Materialien am Ende der Runde einfach geschenkt. Ne? Das ist geil. Max, oh, Lebenspunkte. Plus 8 ist mega, aber dafür ist wieder Ausweichen weg. Wobei ich sagen muss, wir haben gerade gut Ausweichen dazu bekommen. Ne? Ich hol's mir. Wir brauchen Lebenspunkte. Ganz ehrlich, bei dem Schaden, den wir bekommen. Einmal kostenlosen Reroll, wichtig. Und hier ist die Axt. Haben wir die auf blau. Einmal kostenlos rerollen, bringt nichts. Rüstung, Technik. Ich meine, ich könnte gucken, dass ich doch auf Rüstung gehe, ne? Nee, das ist Quatsch. Ich muss... Komm. Bruder muss los. Der Stab ist ja geil. Oha! Ist der Stab geil? Ich hätte nur auf den Stab gehen sollen. Piu, 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 piu. Kiste. Sehr schön. Da lag Heal. Muss ich mir merken. Zur Not einsammeln. Probier die mal wegzukriegen hier. So an sich geht's uns gut. Ist halt zum Glück ein ähnlicher Levelstil, ne? Oder Spielstil, wie der Nahkämpfer, den wir hatten. Zum Glück. Nur, dass man halt wirklich bei den krassen Gegnern, die rot aufleuchten, wenn die angreifen, dodgen muss. Ah, wie jetzt? Alter, sind alle mich reingedodged. Zum Glück war die Runde vorbei. Chance 8% Lebenspunkte zu heilen, wenn... Ah, geil, geil, geil. Gerne, gerne, gerne. Das haben wir jetzt schon zweimal. Das heißt, wir haben eine 16%ige Chance. Hä? Das ist strong. Das ist tatsächlich strong. Nehme ich. Lebenspunkte, Regeneration, geil. Elementarschaden, Fernkampfschaden, brauchen wir alles nicht. Geil. Das heißt, wir regenerieren des Bösesten schon wieder. Haben zweimal das Item hier, dass wir zu 16% quasi jetzt einen Lebenspunkt heilen. Wobei, das sind zweimal 8% Wahrscheinlichkeitsberechnung. Sprich, es sind keine 16%, ein bisschen weniger, aber trotzdem. Ausweichen plus 4, hier nehme ich. Weil flat ein Schaden weg ist vollkommen okay, vollkommen legitim. Ich würfel einmal kostenlos neu. Nichts Astraliges dazu. Lebensraub? Lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht mehr hochzumachen, ne? Lohnt sich nicht mehr hochzumachen. Rüstung, ja gut, weiß ich nicht. Technik, Ernte. Plus 40 Ernte. Du nimmst pro Sekunde einen Schaden. Was? Alter. Gewährt keine Unverwundbarkeit. Alter Schwede. Okay. Das reroll ich mal. Wir haben wieder ätherisch. Haben wir sogar noch ein graues? Sehr gut. Wir haben noch ein graues ätherisches Item, ne? Das können wir auch machen. Wobei, das macht unsere eine Nahkampfwaffe schwach. Angriffstempo, kritische und Reichweite. Dafür minus 2. Nee, will ich nicht riskieren. Der Stab, was macht denn der eigentlich noch? Der macht Lebenspunkte dazu. Ne? Lebensabzug plus 2% macht der auch. Boah, das ist cool. Plus 2% Lebens, wenn du den 6-mal hast, hast du ja schon 12% Standard. Das ist ein cooler Bild. Vielleicht sollen wir beim nächsten Mal probieren, dass wir bloß auf Geisterzepter kommen. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt nicht so oft Geisterzepter bekommen, ne? Hier haben wir das jetzt zum Glück wieder ausweichen. Oh, den nehmen wir definitiv. Den eigentlich auch, ne? Reichweite minus 15 ist egal. Ich sperre die beiden Items. Dann haben wir... 5, 13 mehr aus, dann haben wir 80, 90, dann sind wir auf Max. Dann sind wir auf Max, nächste Runde. Jetzt muss ich die nur noch überleben. Let's do this. Okay, jetzt kommt wieder eine chillige Tankrunde. Die 11. Runde ist immer die Einführung der neuen Tanks. Die ist sehr chillig. Oh, guck mal, wie die Tanks sterben. Das ist eigentlich... Oh mein Gott, ein Treffer, halb tot. Oh mein Gott. Ich krieg keinen Heal rein, ne? Ich krieg gar keinen Heal rein. Was ist denn hier mit meiner Lebenspunkte-Regeneration? Und vor allem, warum treffen die?
Wir haben richtig böse Ausweichen. Jetzt habe ich das hier eingesammelt. War nicht ganz so clever. Ist auch verkraftbar. Oh, fuck. Hier. Hier. Oh, shit, shit, shit. Okay. Fernkampf, Fernkampf, Fernkampf. 4 Sekunden durchhalten. Komm, da gehe ich noch rein. Alter, fuck. Eine Kiste. Was gibt's? Rüstung. Gut. Ist geschenkt. Ganz ehrlich. Ich verliere 2 Max Lebenspunkte. Dafür kriege ich nicht mehr 100 Schaden, sondern nur noch 98. Ich glaube... Ich nehme das, glaube ich. Fernkampfschaden brauchen wir nicht. Glück, Rüstung, Schaden 5%. Ganz ehrlich, ich mache gut Schaden, ne? Ich mache plus 2 Rüstung. Wenn ich es geschenkt bekomme, 87% Schaden, Alter. Weil wir gehen ja jetzt hier wieder rein. Rüstung. Oh, hier Rüstung und Ausweichen. Jetzt muss ich überlegen. Ich mache das. Jetzt haben wir 82% Ausweichen. Uns fehlt nur noch 8. Das wäre das. Oder wir machen hier. Da kriegen wir Rüstung dazu. Verlieren aber wieder Max Lebenspunkte. Die können wir aber reinkriegen. Komm, ich mach diesen hier. Das heißt, Rüstungswert, wir kriegen... Okay, das bringt halt gar nichts, ne? Immer noch 87% zusätzlich Schaden. Fuck. Schaden. 5% mehr Gegner. Ist, glaube ich, tödlich aktuell. Wobei wir eigentlich jetzt 90, ja, wir haben annähernd 90% Ausweichen. Oh, wir haben nochmal den Geisterstab, der ist halt wild, ne? Ich kann leider gar nichts kombinieren. Ich sperre mir den, ich mache nochmal Reroll. Reroll. Jetzt kriege ich halt auch nur Pisse, scheiße, Alter. Nee, ich glaube, diese Runde ist mein Ende. Außer das Ausweichen funktioniert jetzt. Ah, wir... Oh mein Gott. 90% Ausweichen. Ja klar, wenn dich halt 100 Leute treffen, dann treffen dich halt 10 davon, ne? Aber, also, ich muss schon zugeben, Ausweichen ist cool. 90% Ausweichen hat was. Wisst ihr, was geil wäre? Wenn es ein Item gäbe, ich kenne ja nicht alle Items. Ich kenne ja nicht alle Items. Wenn es ein Item gäbe, was irgendwie so sagt, Max Ausweichen um 10% erhöhen. Dann können wir ein 100%, ne, das gibt's 100% nicht. Das wäre zu OP. Und selbst wenn es das geben würde, wird es das nicht für den hier geben. 6% Nahkampfschaden machen wir. Lebenspunkte, Regeneration finde ich wichtig gerade. Wir müssen sehr schnell regenerieren. Lebenspunkte finde ich aber aktuell wichtiger, muss ich zugeben. Achso. Ich konnte ja nichts kombinieren, ne? Ah, das ist scheiße. Ah, guck mal. Wir. Oh ja, doch. Perfekt. Zack. Ne, hä? Ist das nicht grau? Blinde? Ach, die ist blau. Ja gut, ganz ehrlich, dann... Verwerte ich das? Hol mir die blaue. Ja, der ist halt grau. Ich glaube, der kann weg. Komm. Sollen sie mir das in blau geben? Bin ich ehrlich. Plus 8 Lebenspunkte Regeneration. Beginnt Welle mit 50% Lebenspunkte. Würde ich sogar machen. Ganz ehrlich, mache ich. Zack, machen wir. Jetzt haben wir 2,3 Lebenspunkte pro Sekunde, die wir heilen. Strong. 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 Richtig strong. Wir müssen halt am Anfang ausweichen. Aber ganz ehrlich, wir haben Ausweichen geskillt. Moin Frozen, ich grüße dich. Ich mache nochmal noch einen Reroll. 12% Schaden, weniger Reichweite können wir machen. Angriffstempo, Reichweite, Steine. Ich sperre den mal eben. Ich mache nochmal einen Reroll. Oh, Spawn, Heilungsgeschütz. Das Kugeln verschießt. Die 3 hier LP heilen.
Ich denke halt immer noch, dass der Boss mich one-hitte, dass mir das ganze Heal gar nichts bringen wird, ne? Angriff, Tempo, Reichweite, minus 2 Elementarschaden. Ich lasse den gesperrt, ich mache das mit den Geschütztürmen, wir gucken uns an, wie der reinkickt, ne? Wir gucken mal an. Da ist der... Oh, er schießt das direkt auf mich drauf. Ehre. Guck mal, der Geschützturm, er schießt das hier instant in mich rein. Oh, wie gut. Hätten wir keine minus 100 Rüstung, das wäre so ein OP-Bild. Ganz ehrlich, minus 50 Rüstung. OP-Bild. Nur minus 50. Wäre krass. Minus 100 ist so krank. Und wir spielen gerade Schwierigkeitsstufe 1 gerade mal, ne? Ich hätte am liebsten... Oh, da oben. Baum. Ich hätte am liebsten... Oh! Aua! 3 Lebenspunkte pro Sekunde. Level, Welle 30, komm weiter als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt muss ich mal überlegen, ne? Viele Sachen gehen auf Ausweichen minus, die gut sind, die uns was bringen. Lebenspunkte, Max Lebenspunkte geht meistens auf Ausweichen. Uns fehlt noch 2 Ausweichen, wenn ich jetzt plus 9 Ausweichen wähle. Rüstung bringt nichts, ganz ehrlich. Das bringt nichts. Ich glaube, ich mache Ausweichen, dann haben wir nämlich so einen Malus, weißt du? Komm, das machen wir. Wir haben jetzt 97 von 90. Können wir nämlich die Sachen machen, die... Oh, guck mal hier. Lebenspunkte-Regeneration. Minus 3 Luck. Könnte man machen. Mache ich auch. Schaden, komm, mache ich auch. Und Reroll. 25% Angriffstempo, wenn du dich nicht bewegst. Das Ding ist, dann sterbe ich. Wobei... Stimmt nicht so geil. Würde ich... Ich glaube, ich mache das. Ich mache das. Wir machen das. Wir machen das. Wenn wir uns jetzt nicht mehr bewegen, machen wir richtig fett Scheiße, Digga. Machen nochmal Reroll. Gucken, ob wir uns irgendwas fürs nächste Mal locken können. Lieber Chat, schreibt mal eure Theorie. Schaffen wir den Boss oder kommen wir bis zum Boss? Ich glaube, den Boss werde ich definitiv nicht schaffen. Ich bin one weg. Aber kommen wir bis zum Boss, ja oder nein? 2. Halt auch strong. 30% EP-Gewinn. Nahkampfschaden. Okay, hier ist nur Kacke dabei. Let's do this. Das ist bestimmt mindestens eine Welle noch dabei, die uns richtig killen wird, wa? Ich weiß nicht. Also meine Vermutung ist, nein, wir kommen nicht bis zum Boss. Ich sage, du kommst bis Welle 18. Okay, Paul sagt bis Welle 18. Und hier eine relativ langweilige Welle. Ich glaube, wir haben alles gut gemacht. Bis jetzt. Ich glaube, ich habe bis jetzt richtig geskillt. Ich muss halt kurze Zeit stehen bleiben immer, weil dann greife ich ja... Oh mein Gott. Eieiei. Ich muss zu meinem Heal-Tower. Heal! Heile mich, mein Freund. Ja, sehr gut. Aua! Oh, oh! Hier geprügelt ihr mich rein. Da ist Baum. Nein, das sind 2 Bäume! Ah! Nehme ich. Schaden, ja, Glück. Was genau macht denn noch Glück alles? Bei Töten von Gegnern ist deine Chance, Items oder Verbrauchsgegenstände zu finden, um 3% verringert. Verringert den... War eigentlich geil, ne? Eigentlich geil. Reichweite bringt uns nichts, Ernte bringt uns nichts mehr. Ich würde Glück machen. Jetzt haben wir um 12% erhöht beim Töten von Gegnern, dass wir noch Items bekommen. Lebensabzug, Elementarschaden. Ne, haben wir nicht. Nahkampf. Wir haben ja jetzt beides, ne? Wir haben beides. Ich weiß auch nicht, ob ätherisch elementar ist.
Ich weiß nicht, woran man das erkennt, deine Maxel werden. Nein, definitiv nicht. Wenn es geht, probiere ich noch Lebenspunkte zu machen. Elementarschaden erhöhen, Lebenspunkte. Dafür Tempo runter, ne? Lebenspunkte Regeneration, ich glaube. Ah, aber nur zwei Stück. Ich reroll komplett. Einmal kostenlos neu würfeln, wäre geil, aber will ich nicht mehr riskieren. 15% EP. Wobei der Reroll schon teuer ist mittlerweile, aber 122 dafür ausgeben, hm. Das ist halt strong, ne? Drei Lack haben, aber da haben wir das Lack wieder weg. Ich zieh nur Scheiße. Jammer, eine graue, Mann. Wir kriegen nur Bullshit. Das ist gut. Angriffe haben eine Chance von 25% einmal drei Brandschaden zu machen. Würde ich mir jetzt gönnen. Alter, 35% brauchen wir, glaube ich, nicht für unser Bild, aber zusätzlich Schaden ist. 25% Angriffstempo, wenn du dich nicht bewegst. Nochmal. Oha. Nein. Nein, 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 nein. Ich kann nichts kombinieren, Leute. Ich kann nichts kombinieren. Ich sperre mir das Ding weg. Ich sperre mir auch das Ding weg. Ich mach mal los. Ist gar nicht gut, sich zwei Items wegzusperren, Alter. Ich probiere mal jetzt primär auf die Fernkämpfe zu gehen. Aber ich glaube, die killen uns so ein bisschen, ne? Oh, was sind das denn für Dinger? Die machen so ein Rundum-Ding um sich rum. Oha. Okay, Bäume ohne Ende. Oh. Begedümmt. Wieder ein Baum. Oh, komm, ich geh durch. Oh Gott. Wie viele Kugeln ich ausweichen muss. Ah, scheiße, da bin ich in zwei reingerannt. Ich probiere gerade einfach nur den Kugeln auszuweichen, in der Hoffnung, dass die anderen nicht so viel Schaden machen. Oh, fuck. Hast du eine blaue Axt und wirst eine weg im Shop. Habe ich ja, könnte man. Oh, was ist denn das hier? Chance von 100% ein Material sofort einzuziehen, wenn es fallen gelassen wird. Oh, gibt gut Geld. Ja, die blaue Axt wegzuwerfen macht da auch keinen Sinn, oder? Hast eine blaue Axt. Und wirfst eine weg im Shop. Ja, bring mir ja nichts. Das hier würde ich gerne machen. Das bringt mir nichts. Das ist ja auch blau. Wenn ich die. Ich tausche ja dann blaues Item gegen blaues Item. Und ich bin mehr auf Nahkampf als auf Fernkampf. Also ich würde eher, wenn dann das Ding tatsächlich wegwerfen, wobei das ja halt schon lila ist, ne? Ach so. Ich hatte eine blaue Axt im Shop, aber ich hab Scheiße. Ah, schwierig. EP gewinnen, Nahkampfschaden, wieder geil. Aber das geht dann wieder vom Luck weg. Was haben wir eigentlich mittlerweile für ein Level? Wenn ein Gegner stirbt, feuert die Leiche eine Kugel ab, die minus... Oh, mit minus 40 Reichweite. Sie bleibt einfach da stehen. Brauchen wir nicht... Ja, komm, scheiß drauf. Ich mache einen Reroll. Angriff. Das Tempo dazu. Crit-Chance, Reichweite. Minus. Nee. Nee. Warum kriegen wir eigentlich nichts für Lebenspunkte? Ja, da hattest du die. Wäre grau, aber blau. Achso, dachtest, die wäre grau. Achso, die. Oh nein. Ja, aber habe ich nicht draufgeklickt auf die? Der hat die doch gar nicht. Oh, hier. Geil, 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 geil. Medaille. Genommen. Haben wir 61 Leben. Rüstung, ja, schwierig, brauche nicht. Okay, noch ein Reroll. Wieder eine graue. Die ist aber jetzt wirklich grau, ne? Ja. Tempo, Reichweite. Igel. Fernkampfschaden, ne. Plus 6 Rüstung, wenn du dich nicht... Ja, das ist Quatsch. Reroll. Dreieck der Macht. 20% Schaden. Eine Rüstung. Minus 2% Schaden bis zum Ende der Welle, wenn du Schaden erleidest. Wenn ich einmal Schaden... Erleite, habe ich 2% Schaden weniger?
Aber das ist doch ein Witz im Vergleich zu den 20%, die ich dazu bekomme, oder? Bis zum Ende der Welle, wenn du Schaden erleidest. Oder jedes Mal. Ich würde sagen, ja, nehmen wir, oder? Ich sperre das mal. Und würde einfach in die nächste Wave gehen. Ah, mit den Waffen, du, wir kriegen nichts. Scheiße. Ich glaube, wir haben relativ schlechte Waffen. Jetzt habe ich halt schon Schaden bekommen. Jedes Mal, wenn ich Schaden bekomme. Ja gut, wir haben ja einen Ausweichperk. Theoretisch sollten wir nicht so viel Schaden bekommen die ganze Zeit. Oh, das ist ein Baum. Wir haben jetzt einmal Schaden bekommen. Das ist noch okay. Erst ab 10 Mal Schaden bekommen. Ist das schlimm, diese Eigenschaft. Ich bin halt, wenn ich stehen bleibe, gerade aktuell brutal strong, weil ich halt sehr viel, sehr hohes Attack Speed habe, ne? Ich habe ja zweimal. Oh, 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 oh. Alter, geil! So, Rückstoß. Könnten wir nehmen. Nehme ich. Reichweite, Angriffstempo. Ja, Fernkampfschaden brauchen wir nicht wirklich. Ich würde sagen, das ist das Geilste eigentlich, ne? Scheiße, ein graues Item. So, wir nehmen jetzt das hier. Ach stimmt, jetzt haben wir das ja erst. Jetzt haben wir das erst, das Item. Okay, wir haben eine Hand, das bringt alles nichts. Wieder eine graue Axt. Wollt ihr mich eigentlich verarschen, Leute? Wir kriegen fast nur noch lila Items, aber die Waffen, die wir bekommen, sind prinzipiell grau. Inventarschaden, Explosionsgröße. Brauchen wir nicht. Ein Schaden pro Tempo, was wir haben. Tempo sind wir aktuell bei. Steht in Tempo. Oh, wir sind bei Minus. Okay, das gibt es aber auch wild, ne? Das ist auch wild. Wie war das mit, es gibt viele Items, die Lebenspunkte plus machen, aber dafür Ausweichen abziehen? Kommt nicht, ne? Max LP, Schaden plus 5%, geil, geil. Die zwei sind geil. Oh, hier, grau, geil. Ah! Buja! Hä? Aber, warte mal. Wir haben ja, wenn ich jetzt stehen bleibe, habe ich doch, das ist ja mein Angriffstempowert, 135, ne? Da hätte ich ja nochmal, da hätte ich ja fast, da habe ich ja über 300. Blau, nicht grau. Es war grau, Leute. Es war grau. Ich, oder? Es war doch grau. Mach die Augen auf. Es war doch grau hinterlegt. Ja, dann bin ich anscheinend blind. Keine Ahnung. So. Sonst noch irgendwas? Ich bin am Überlegen, ob wir... Nee, komm. Nächste Runde. Alter, wir haben eine krasse Lebenspunkte-Regeneration. Ich glaube, ich komme bis zum Boss langsam. Hätte ich am Anfang nicht gedacht. Die vorletzte Runde wird halt nochmal richtig krank. Ganz ehrlich, die haben ja gar keine Chance. Guck mal, ich bleibe hier an meinem Geschützturm stehen, der mich auch noch heilt. Das ist ja insane! Das ist ja insane! Sehr gut. Das läuft leider gut. Das läuft leider gut. Kann man verwerten? Schaden, Fernkampf. Max, ey, das läuft leider gut, die Runde. Die läuft leider scheiße gut. Lebenspunkte, Regeneration, Lebensabzug brauchen wir nicht. Bam! Wir haben jetzt schon fast drei
Lebenspunkte pro Sekunde. Wenn ich jetzt noch einmal... Oh, das wäre geil. 3 pro Sekunde ist Win, Leute. Ist Win. Wir haben mittlerweile 73 Lebenspunkte. Ich glaube, wir können sogar den Boss, die Bossrunde schaffen. Ich werde nicht gegen den Boss kämpfen. Das ist Todesurteil. Der macht so schnell so viel Hits. Fernkampfschaden. Brauche ich nicht. Komm, Reroll. Einmal ist ja kostenlos. Einmal ist keinmal. Spawn mehr Bäume. Bin ich schon fast dafür. Wir haben das Item ja schon einmal... Ausweichen, Ernte, ausweichen bringt uns nichts. Das können wir nochmal machen. 1 bis 3 Brandschaden zu. Ist zu wenig, ne? Depends halt vom Elementarschaden. Bringt nichts, das Item zu kaufen. Das ist gewastet. Du kannst nicht. Du dürftest, ja, aber du kannst nicht. Müsste ein Mod hier machen. Müsstest du eine Mod schicken. Aber ich glaube, die sind alle nicht da. Farmi ist verschollen. Der ist fast gar nicht mehr hier. Gandalf ist. Hat gestern seine Tage gehabt. Und Kali ist, glaube ich, weiß ich auch nicht. So. Ist, glaube ich, beschäftigt. 2 Lebenspunkte durch... Ne, nee, Max LP. Nee, um Gottes Willen. Also wäre cool. Ja, kannst du machen, kannst du machen. Soll ich... Ja, komm, ich glaube... Scheiß auf den einen Lebenspunkt Regeneration. Wir haben jetzt 78 Lebenspunkte. Explosionsgröße, Reichweite, Lebenspunkte. Oh. Ein Gegner wird getroffen. Sinkt das Tempo? Nee. Oh, nochmal. Dreieck der Macht. -2% Schaden. Das wird aber wild, oder? Wobei, ist ja eigentlich egal. Wie viel Schaden machen wir denn eigentlich aktuell? Wir machen, na, voll wenig. Aber dafür hauen wir halt insane schnell zu, ne? Wenn wir stehen bleiben. Ich sperre mir das weg. Schaden am Ende einer Welle. Dafür ist zu spät. Ich sperre mir das mal weg. So, komm. Oh Gott. Welle 18. Bis Welle 18 hat Paul getippt. Ich vergesse immer wieder, dass ich nur mit 50% anfange. Ich muss am Anfang mehr aufpassen. Aber 50% ist ja mittlerweile auch insane viel, ne? Da wir ja fast 80 live haben. Ich glaube, ich kann ja einfach stehen bleiben. Oh Gott, da wurde ich einmal getroffen, bin halt tot, Alter. Oh, noch so ein Heal Tower wäre da fett, oder? Stellt euch mal vor. Oder 2 von den Heal Towern. Der macht ja 3 Heal. Da bist du ja durchgehend so bim, 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 bim. Insane. Oh, blauer. Nein. Ein blauer. Aber wie gesagt, der ist ja schwach. Den nehme ich nicht. Ist egal. Machen wir weg. Oh, hier. Nahkampf, Fernkampf, Crit und -6 ausweichen. Könnten wir nehmen. Ich sperre mir den mal weg für die nächste Runde eventuell. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Das ist okay, glaube ich. Wir haben... Ja, wobei, das wären schon... 84 Lebenspunkte. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Machen wir noch einen Reroll. Max LP, Gegner, aber 5% mehr Schaden. Mehr Gegner. Blinde. Stimmt, ich gucke immer auf... Leute, ich... Also ja, ich gucke immer auf dieses... Ich bin so dumm. Ja, ich dachte auch erst wieder grau, aber ihr habt... Ja. Sperren. Okay. Ich würde mal sagen, wir sind Wave 19. Die 2 Items sperre ich mir. Die nehmen wir noch für die letzte Runde. Ich gebe jetzt nichts weiter aus. Weil die sind insane teuer. Komm, let's do this. Das weiß ich noch nicht. Bist du schon 18? Ja, ne? Weil wir machen auf jeden Fall Ranked. Und bei Ranked mit unbekannten Leuten ist immer schwierig. Was hast du für einen Rang? Ich meine, ich bin sowieso extrem scheiße in dem Game, aber muss ja nicht noch einer rein, der... Wow, Leute, ich will zum Heal Tower. Wo ist mein Heal Tower? Da ist mein Heal Tower. Diese Welle ist immer so insane strong, Digga. Den Baum haben wir noch mitgenommen.
82 Leben. Das ist noch ein Baum. Mitgenommen. Geil. Yo. Wollte auch gerade fragen. Silber. Also wir sind Diamonds, Platin und Gold. So. Erhalte. Also ich bin Gold 3. Ich bin ganz knapp vor Platin. Okay, never mind. Ja gut, Ara 4 ist zum Beispiel Silber aktuell noch. Aber der spielt halt leider auch auf Platin-Niveau, ne? Locker. Erhalte 35% zusätzliche Materialien. Bringt uns nichts mehr, weil wir in der letzten Runde sind. Danke Spiel, Digga. Danke Spiel. Können wir verwerten. So, Technik, Elementarschaden, Reichweite, Tempo. Was wir jetzt machen, ist wichtig, ne? Bringt uns nichts, bringt uns nichts, bringt. Tempo bringt uns halt auch nichts, ne? Da rennen wir einfach bloß sinnlos in die Gegner rein. Zumal wir besser sind, wenn wir stehen bleiben. Mach ich Reichweite. Für den Tower wenigstens. Nehmen wir. Oder mache ich einen Reroll und hoffe, dass noch Lebenspunkte Kram kommen. Weil ganz ehrlich, wegen jetzt 3 Flat Nahkampfschaden. Komm, scheiß drauf. Mach ich weg. Heilungstower! Oh mein Gott, ich grüße dich! Pott, pott, pott! Oh, Technik, ganz ehrlich. Technik macht das hoch. Wir hätten Technik skillen sollen. Hätte ich das vorher gewusst, müssen wir uns im Hinterkopf behalten, dass Technik das hoch macht. Wir spielen gleich eine Stunde Conan noch, ist euch das klar? Ich hätte nicht gewusst, dass das hier so viel Spaß macht. Das ist ja unglaublich krass. Ring der Selbstjustiz. Bringt uns auch nichts mehr. Komm, ich mach mal nochmal... Haben wir was mit Technik bekommen? Nee, ne? Schade. Max Lebenspunkte... 30. Wir haben halt voll fett viel. Ich habe Angst, dass wir One-Hit-Down sind. Ich muss mich leider Gottes... Können wir uns die beide noch leisten? Ah, 5% mehr Gegner. Nee, komm, zack. Ich mach noch einen Reroll. Das ist aber wirklich grau, Leute. Naja. Ja, blöd. Kann jetzt noch Glück hoch machen. Ne, das war's, glaube ich. Das war's. So, let's do this. Bossrunde. Wo sind meine Geschütztürme? Da steht einer. Und da. Oh Gott. Okay, Geschütztürme sind hier. Yo! Ich probiere im Range meiner Türme, Turret zu bleiben. Alter, ich glaube, ich schaffe sogar den Boss. Insane, Digga. Oh nein, jetzt rennt der Boss weg. Ich hande den jetzt. Scheiß auf meinen Lebenspunkt. Ich komme nicht ran. Alter, ist ja viel stronger als der Bild von vorher. Komm, ich hunte den. Krieg ihn down. Insane! Oh mein Gott, ich hab den Boss gelegt. Digga! Alter! Ausweichen war ja on point, Digga. Vor allem, wisst ihr, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Wir haben übelsten Damage-Boost bekommen, wenn wir stehen bleiben. Wir haben übelstes Geschwindigkeitstempo bekommen, wenn wir stehen bleiben. Wir haben so viel gehabt auf, wenn wir stehen bleiben. Ich konnte nicht einmal stehen bleiben. Wild! Oh mein Gott, war das gut. Und wisst ihr, was das Coolste ist? Es hat nichts zusätzlich gebracht, dass man den Boss besiegt hat. Lohnt sich nicht. Dann doch lieber ausweichen. Ist weniger gefahrenreich. Oh mein Gott. Ja, cool. Hauptmenü. So, und jetzt können wir sehen, jetzt haben wir bei dem das Blau hinterlegt, weil wir mit dem Geist jetzt das auf Stufe 1 geschafft haben. Jetzt gibt's natürlich, jetzt können wir halt hier jetzt Stufe 2, 3, 4, 5. Das ist das Höchste. Leute, ich muss das durchsuchten. Stier. Die sind halt alle in sich
unique, ne? Das ist so geil. Jeder spielt sich anders. Ich würde mal gerne mal irgendwas mit Fernkampf probieren. Demnächst. Sparfuchs. Du beginnst mit einem Sparschwein. 50% Alter. Strong. Glückspilz. 100% Glück. Das heißt, wir kriegen ja übelst amazing viel Stuff von den Gegnern. Wild. Okay, gut. Ich würde mal sagen, hat Spaß gemacht.